Willkommen zum Rift Report, eurem LoL-Patch-Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schneid dich an und lehn dich zurück, denn wie immer hat Riot mal wieder Großes im Gepäck mitgebracht. Starten wir direkt mit den Champion-Buffs und dort mit Galio. Er hatte ja in Patch 14.6 Änderungen auf jeder einzelnen Ability außer der Ult bekommen. Falls ihr es noch nicht wisst, der Cooldown seiner Passive sinkt nun, wenn ihr Champions mit Abilities trefft. Diese Änderungen haben ihn aber scheinbar nicht ganz dorthin gebracht, wo Riot ihn haben will. Daher kriegt er direkt nochmal drei Buffs hintereinander mit dazu. Seine Passive bekommt 5% mehr AP-Ratio und sein W bekommt auf jedem Rang 5% mehr Magic Damage Reduction. Und zu guter Letzt bekommt sein E auch noch 15% zusätzliche Base Damage auf jedem Rang. Karma möchte Riot nun endlich wieder als Supporter deklarieren. Ihre Mantra E hat nun auf Teammates mehr Base Shield und ein besseres AP Ratio. Dazu hat ihr W nun auf den frühen Rängen eine längere Root Duration. Kayn hatte nach den Nerfs letzten Patch teils mehr als 4% Winrate verloren. Daher bekommen Base als auch Blue Kayn nun 5% mehr Bonus AD Ratio auf dem Q. Nami verliert zunächst Base Damage auf dem W und dem E. Dafür ist der W Heal allerdings um Welten besser und auch der W-Bounce kriegt so richtig saftige Buffs. Nasus bekommt etwas mehr Lifesteal auf seiner passiven und 10 Base Damage auf seinem Q. Lux kriegt scheinbar demnächst einen neuen Skin, anders kann ich mir diese Buffs zumindest nicht ganz erklären. Sowohl ihre Passive als auch ihr Q bekommen nochmal 5% mehr AP Ratio. Riot möchte Olaf Jungle zurückbringen, daher macht sein Q nun Bonus Damage an Monstern. Dazu hält sein W Attack Speed nun eine Sekunde länger, kostet dafür allerdings auch 20 mehr Mana und zu guter Letzt ist der On-Hit Cooldown Refund seines E nun auf Monster 2 Sekunden statt einer Sekunde, allerdings kostet dafür auch Olafs Ult mal wieder Mana, nämlich ganze 100. Smolder war nach den Nerfs im letzten Patch maximaler Abfall, daher kriegt er nun wieder einmal Buffs. Zum einen kriegt er 2 zusätzliche Base Armor und dazu auch noch 20% zusätzliches Crit Chance Scaling auf dem Q. Sona verliert Q AP Ratio, dafür bekommt sie aber mehr Passiv Power Cord Q AP Ratio, dazu noch doppelt so viel AP Ratio auf dem W Healing und mehr Base Movement Speed auf dem E. Senna wurde von Riot irgendwie in unseren Infografiken komplett vergessen, allerdings ist sie dennoch in dem offiziellen Dokument zu finden. Sie hat nun eine um Welten geringere Chance, Seelen zu bekommen, wenn Supporter Minions über das Support-Item killen. Dafür haben Minions, die sie selbst killt, jedoch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, Seelen zu droppen. Auch Sylas soll nochmal im Jungle Halt finden, das heißt, er bekommt auf seinem Q 70% anstatt 40% Bonus Monster Damage. Bevor wir zu den Champion-Nerfs kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher LoL-Champion ist eurer Meinung nach der am besten gebalancete? Schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Fliegen wir damit direkt zu den Champion-Nerfs und dort zu Fiora. Seit Ewigkeiten ist sie aufgrund extrem starker Item-Optionen der beste Top-Laner, daher verliert sie nun ganze 2 Base AD. Rek'Sai war mit ihrem absurden Sustain auf der Top-Lane bekloppt stark, daher verliert sie nun Max HP Healing im Early Game auf der passiven. Entscheidenderweise geht der Fury-Gain von Minions, Wards und Pflanzen allerdings um ca. 60% runter. Rek'Sai Top ist damit also hoffentlich wirklich mal tot. Jetzt kommt eine der größten Nerf-Bomben, die ich je gesehen habe. Riot nerft Rell Jungle einmal komplett zu Tode. Und es ist wirklich zu Tode. Sie kriegt grundsätzlich minimal mehr MR pro Level. Allerdings haben Q, W und E nun keinerlei Monster Damage Modifier mehr. Wirklich nix, gar keine, null, nix, ist einfach, ist weg. Wirklich, auf allen Basic Abilities null. Ihr könnt Rell nicht mehr jungeln, das ist einfach wirklich unmöglich. Wenn ihr mal wieder Teammates habt, die einfach keine Patch Notes lesen und Rell Jungle einloggen, tut mir bitte den Gefallen, dodge das Spiel einfach bitte. Ich garantiere euch, dass sie in Patch 14.7 keine 40% Winrate im Jungle haben wird, weil man nicht mal eine vernünftige Rota machen kann. Volibears Q crittet nur noch für den Total AD Damage und nicht mehr für den gesamten Ability Damage. Ihr bekommt also von einem Thundered Sky Volibear keine 700 bis 800 Damage von einem einzelnen Q mehr. Dazu geht auch der Cooldown seiner Ult auf allen Rängen um 20 Sekunden hoch. Kommen wir damit jedoch direkt zu den Champion Adjustments und dort zu Camille. Camille war ja nun bereits seit mehreren Patches auf der Support-Position um Welten stärker als auf der Top-Lane, daher nerft man nun ihren E, den sie auf der Support-Position nun mal maxt, um 20 Base-Damage auf allen Rängen. Dafür bekommt sie jedoch mehr Movement-Speed auf den späteren Rängen des Q und auch der Cooldown ist auf den späteren Rängen minimal niedriger. Dazu bekommt sie allerdings auch noch auf ihrem W-Outer-Cone Bonus-Damage
1% mehr Max-HP-Damage auf allen Rängen. Skarnas Rework wird laut unserem offiziellen Dokument direkt mit Patch 14.7 released werden. Gehen wir damit einmal schnell nochmal seine Fähigkeiten durch. Seine Passive ist eine extrem simple 3-Hit-Passive, die schlichtweg einfach Max-HP-Burn-Damage macht. Sein Q hat zwei Iterationen. Bei der ersten nimmt er einfach nur einen Stein vom Boden und empowert damit seine nächsten drei Auto-Attacks. Mit dem dritten Attack schmeißt er dann direkt auch noch den Stein für mehr Bonus-Damage und Slow auf die Gegner. Ihr könnt den Q allerdings grundsätzlich auch, das ist die zweite Iteration, einfach aufheben und direkt für Slow als auch Damage in die Gegner hineinheaten. Sein W ist weiterhin ein Schild, dieses macht nun allerdings eine AOE-Slow-Welle um ihn drumherum, wenn er das Ganze aktiviert. Sein E ist direkt aus Tokyo Drift, er wird schnell, ignoriert Terrain und schnappt sich dabei Gegner. Wenn er diese in eine Wand haut, sind sie dann einfach bestunt. Seine Ult ist fast wie die alte, allerdings ist das Ganze nun ein Skullshirt und auf Crack. Das heißt, ihr könnt nun bis zu drei Leute mit eurer Ult gleichzeitig aufspießen. Bei den Item-Changes geht Riot nun noch einmal die Support-Items an. Bloodsong Spell Passiv macht nur noch 100% statt 150% Bonus AD Ratio Damage und Imperial Mandate verliert 2% Max-HP Damage. Auch Zazzer kriegt nochmal eine Nerfstelle, das heißt, das Item verliert Base Damage als auch Max-HP Damage und der Cooldown ist jetzt nun 10 Sekunden flat, anstatt 8 bis 6 Sekunden Scaling zu sein. Zu guter Letzt muss natürlich auch noch Static Shift genervt werden, das heißt, das Item wird direkt einmal 200 Gold teurer, es ist ehrlicherweise aber auch abartig broken. Als letztes passt Riot noch einmal World Atlas an, um zu verhindern, dass Teams mehrere Support-Items kaufen. Der Minion Kill Threshold wird nun durch die Anzahl der Support-Items, die ihr im Team habt, geteilt. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel als Team mit zwei Support-Items nur noch 10 Minions pro 5 Minuten exekuten könnt. Das war's wieder für diesen Rift Report. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt unbedingt den Subscribe-Button, denn jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier die offiziellen Changes in Würze. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Bis zum nächsten Rift Report. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.